Ja, moin Freunde der Wachtelhaltung. Wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, mittlerweile versuche ich neue Sachen und teste gerne neue Sachen. Heute habe ich mal wieder so ein, ja, ich würde es eine Produktvorstellung nennen. Ich habe den Kai kennengelernt über Facebook und der hat auch eine Internetseite und auch einen Shop und er hat mir hier ein paar Sachen zugeschickt, die ich euch heute vorstellen möchte. Als erstes möchte ich mich natürlich auch bei dem Kai bedanken dafür, dass ich dieses Video machen kann und dafür, dass ich das auch, wie gesagt, auch testen kann und es auch euch zeigen kann. Als erstes haben wir hier so einen ganz netten Flyer, da werde ich euch ein Foto machen und ganz am Schluss oder ganz vorne, weiß ich noch nicht, werde ich euch das zeigen. Hier kann man unter anderem Wachteleier bestellen zum Essen. Dann kann man an sich Vögel kaufen. Bruteier kann man in farbreinen Schlägen bestellen. Und ja, Wachteln küchenfertig kann man hier kaufen. Hier ist auch nochmal der Online-Shop abgebildet. Und ja, so ein bisschen Informationen. Ich habe mich da mal umgeschaut. Da gibt es wirklich von Tipps und Rezepte. Einige Rezepte sind da drin. Also alles sehr, sehr interessant. Schaut da mal vorbei. Es gibt mittlerweile, stelle ich fest, auch wirklich bei Facebook, wenn ich da mal schaue, es gibt immer, immer mehr und immer neue Wachtelhalter, immer neue Leute. Jetzt wurde ich gefragt, ey, mach mal ein Video für Einsteiger, für Neulinge, kommt, ich verspreche, da kommt auch ein Video. Heute wollte ich euch mal zeigen, was ich hier bekommen habe. Auf jeden Fall alles wirklich super verpackt. Ich habe hier so einen Grillstein, den habe ich schon mal ausgepackt. Der war richtig, also dass da wirklich nichts kaputt geht, nichts. Der war gut verpackt. Aber an sich, ich fand das, als ich das mal gesehen habe, sehr interessant. Und den wollte ich auf jeden Fall mal testen. Das ist jetzt einer von Klaus Grillstein. So sieht er aus. Da, Moment. Und den kann man dann mit in den Wachtelstall stellen. Und dann können die Wachteln dran pieken. Das werden wir auf jeden Fall testen. Ich werde das mal reinstellen, beobachten und dann mit ins nächste Video mit reinnehmen, dass ich euch das mal zeigen kann. Die Vögel, die brauchen Grit, also für die Eiablage. Und hier steht, ja, hier ist normalerweise halt für Brieftauben, aber das können halt die Vögel benutzen. Ich finde es sehr interessant, ich wollte es nutzen. So, das ist einmal der Grillstein. Dann, den Rest habe ich hier drin. Ich werde das einfach mal beiseite tun. Haben wir halt hier so eine Nippeltränke. So ein 5-Liter-Eimer. Und ich habe jetzt letztens auch gelesen, da hat einer gesagt, ich fahre in Urlaub. Ich habe Leute, die auf die Wachteln aufpassen. Aber die trauen sich halt nicht in die Voliere reinzugehen, zu den Wachteln. Eine super Sache, dass man die Tränke, die hat 5 Liter, da muss nicht jeden Tag jemand kommen, dann reicht es. Es kommt darauf an, wie viele Vögel. Also bei mir reicht so eine Tränke 2,5 Tage, 1,5 Liter. Und dann für 5 Vögel. Dann könnt ihr euch das ungefähr ausrechnen. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, dann reicht die für gute 4 Tage, 5 Tage. Aber bei wirklich richtig warmem Wetter würde ich das schon öfter auswechseln. Meine Vögel kennen das nicht. Bin da mal gespannt, wie sie darauf reagieren. Ich werde die auf jeden Fall irgendwie installieren bei mir, dass ich das Wasser von außen reingießen kann. Und dann werde ich euch das auch mal zeigen und wie ich das gemacht habe, wie ich die installiert habe. So, vor allen Dingen ist das nicht so eine wirklich, es gibt diese Kükentränken, es gibt Tränken 1 Liter, 1,5 Liter. Also sind die Standardgrößen, aber die sind nicht groß. Und wenn man wirklich jetzt in Urlaub fährt und man hat jemanden, der auf die Vögel aufpasst und der sagt, ey, ich kann aber nur alle 3 Tage, die gibt es auch nochmal größer. Ich meine, die gibt es in dem Shop auch mit 10 Liter sogar. So, hier habe ich was richtig, richtig, habe ich selber noch nie was von gehört. Hier, Moment. Nudeln aus Wachteleiern. Ich habe jetzt schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die vertragen keine Hühnereier. Und hier, also die dürfen vom Arzt, dürfen die Wachteleier essen. Und hier sehen wir nämlich auch, dass es Produkte gibt aus den Wachteleiern, so wie zum Beispiel auch
Eierlikör machen die ja, die Leute aus den Wachteleiern und eingelegte Eier und was weiß ich nicht alles. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und hier haben wir zum Beispiel wirklich Zutaten stehen drauf: Hartweizenwies, 12, 13 Wachteleier, circa 30%, also der Anteil, und Salz. Hergestellt in Deutschland, Inhalt 500 Gramm und ohne Gentechnik. Also sehr, sehr interessant. Der Vogelsberger Wachtel, die Wachtelzucht, die lassen das herstellen und im Auftrag lassen sie halt diese Nudeln herstellen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich würde auch mal sagen oder behaupten, auch die Leute, die keine Eier in den Nudeln essen dürfen, dürfen dann diese, keine Hühnereier, dürfen dann wahrscheinlich diese Nudeln, Wachtelei-Nudeln essen. Und hier haben wir noch was ganz Cooles. Und zwar habe ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal gesehen. Und das wollte ich jetzt mal testen. Zwar haben wir hier ein Wachtelei-Becher. Denk mal, wenn man die Leute sich einlädt zum Brunchen, zum Frühstücken, dann sieht das nämlich ganz cool aus, wenn man das so am Teller hat und dann steht da so ein Wachteleibecher. Dazu gibt es natürlich den passenden Wärmehalter. Und so sieht das Ganze aus. Das Ei wird warm gehalten. Und das ist, glaube ich, auf jedem Frühstückstisch ein Hingucker. So. Dann gibt es natürlich noch den passenden Löffel. Der ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, der ist halb so groß wie ein Teelöffel. So, die Schere ist jetzt von mir. Die gibt es halt, wie gesagt, habe ich euch schon ein paar Mal jetzt gezeigt. Ich werde euch das mal demonstrieren, auch bis jetzt habe ich immer nur die Eier gepellt, weil du kommst ja mit einem normalen Teelöffel gar nicht rein. So, ihr seht, die Wachteleischere, mit der kann man auch super die Kappe abschneiden. Dazu haben wir dann natürlich Baconsalz. Das habe ich schon vor längerem mal gemacht. Wer da Interesse hat, kann mal in den Videos gucken. Und dann ist das hier der Löffel. Und der passt hier ganz gut rein. Ich habe mein Ei jetzt einen Ticken zu lange gekocht. Hoppala. Ja, ich habe mein Ei einen Ticken zu lange gekocht. Aber ihr seht, hier komme ich rein. Und hier, Moment. Eine super Geschichte. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich hier eine kleine Sauerei gemacht. Hier ist der Löffel. Es klappt damit super. Vor allen Dingen denke ich mal auch, dass die Kinder, ich kenne, also es gibt einige Kinder, die haben keinen Spaß an Eiern essen. Und damit könnte man die vielleicht ranführen auch. Also, Moment, die Mütze. Mein Sohn fragte mich auch als erstes, ob die Mützen auch die Wachteln im Winter tragen können. Nein, das können die nicht. Das brauchen die auch nicht. Aber war ganz lustig. Wir haben uns gut amüsiert. Ihr seht hier halt wieder so eine kleine. Ich wurde halt auch gefragt, zeig mal noch mal ein paar Produkte für die Wachteln. Es gibt in. Also ist mir ist keine Zuhandlung bekannt. Oder irgendwie. Ein Reifeisenmarkt, der sich auf Wachtelzubehör spezialisiert hat. Da kriegst du natürlich Tränken und das Futter, das Legemehl, aber so spezielle Sachen, die bekommt man da halt nicht. Und hier ist nochmal der Flyer. Ja, schaut es euch an. Ich werde euch auf jeden Fall unten in der Infobox die Shop-Adresse und die Seite verlinken. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ja, ich durfte halt nochmal so eine Produktvorstellung machen, um euch das mal zu zeigen, weil es kennt kaum einer. Und ich wusste auch gar nicht, dass es so viele verschiedene Wachtelarten gibt. Und ihr müsst da auf jeden Fall, wer sich wirklich für Wachteln interessiert, ihr müsst da mal vorbeischauen. Da gibt es so viele verschiedene Farbschläge. Und wie ich euch das am Anfang auch schon gesagt habe, die gibt es farbrein. Und ja, schaut einfach mal vorbei. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dem Kai und möchte
ja, mich bei euch bedanken fürs Zuschauen und bleibt dran, ich versuche immer was Neues. Da wird auf jeden Fall nochmal was zu dem Grützstein kommen, zu der Tränke. Das Ei und den Eierhalter habe ich euch aber gezeigt, den Eierbecher und den Wärmer. Ja, und wie gesagt, bleibt dran. Es kommen neue Videos, bedanke mich fürs Zuschauen und falls ihr noch nicht Abonnenten seid, dann werdet es doch und somit verpasst ihr auch kein Video. Ich sag mal, bis zum nächsten Video, bis dahin.